Hey Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe nachgedacht, beziehungsweise ist mir aufgefallen, dass es ja bald wirklich soweit ist und das Bürgergeld kommt. Das heißt, eigentlich brauchen wir einen neuen Namen für diesen Channel. Und ich habe 4 Vorschläge insgesamt und würde mich über euer Feedback freuen, was ihr von den Vorschlägen haltet. Am Ende mache ich natürlich trotzdem, was ich will, aber ich fände es trotzdem gut zu wissen, ob ihr Einwände, Bedenken oder irgendwelche Favoriten habt. Und wenn ihr neue Vorschläge, andere Vorschläge habt, dann schreibt die natürlich auch in die Kommentare. Mein Vorschlag Nummer 1 ist Bürgerhartz for Future. Das heißt, es würde sich nicht viel am Namen ändern, genauso wie bei der ganzen Bürgergeldgeschichte. Alles, was sich ändert, ist der Name. Dann, was sich ja eigentlich auch nicht ändert, ist die ganze Jobcenter-Geschichte. Und das ist ja eigentlich auch der Fokus, der sich hier auf diesem Kanal entwickelt hat oder um das es geht. Das heißt, mein zweiter Vorschlag für einen Namen wäre Jobcenter XY unbeliebt. Das ist ein bisschen inspiriert. Ich habe mal gegoogelt, Deutschlands liebste Fernsehsendungen, und ich dachte, das bleibt im Ohr. Vielleicht kriegt man da ein bisschen noch eine größere Followergemeinschaft. Dann mein dritter Vorschlag ist Jobcenter Patrol. Den finde ich ganz gut, weil der ein bisschen kollektiver ist, finde ich. Der schließt euch alle mit ein. Zusammen sind wir die Jobcenter Patrol. Und dann der vierte Vorschlag, der ist vielleicht ein bisschen persönlicher, vielleicht kommt das auch gut an. Das wäre Beras Jobcenter Academy. Da werdet ihr dann alle die Dozenten und Gastlektoren, die mit ihrer Expertise und ihren Beiträgen hier und dem Wissen die ganze Academy ausmachen. Sagt mir, was haltet ihr von den Vorschlägen Bürgerhartz for Future, Jobcenter XY unbeliebt, Jobcenter Patrol oder Veras Jobcenter Academy? Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Beiträge und natürlich über eure Vorschläge. Dann brauchen wir natürlich auch ein neues Logo. Wenn ihr da tolle Einfälle habt, dann schickt mir die, ob ich die dann nehme. Das muss man dann natürlich sehen, ansonsten bastel ich da irgendwas zusammen. Vielen Dank für euren kreativen Input, fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf, bis bald und tschüss.